Heute wollen wir uns mal die Geschichte der Legalisierung in Deutschland angucken. Nicht die komplette Geschichte, sondern die Geschichte ab dem Koalitionsvertrag der Ampelpartei, die die Legalisierung beschlossen hat, bis jetzt. Plus natürlich ein Ausblick, wird Cannabis jetzt legal oder auf gar nichts geht so weiter wie jetzt oder kriegen wir eine Art Legalisierung light? Was genau das ist, schauen wir uns natürlich auch an. Wir starten vor dem Koalitionsvertrag und da zeige ich euch erstmal eine alte Version meiner Präsentation. Das war zwar eine bisschen holprige Straße, aber immerhin eine gerade Straße mit einem klaren Weg am Ende. So ist es leider nicht geworden. Wir hatten dann doch einige Hürden, wo es dann plötzlich Varianten gab, wie wir weitermachen können. Es gibt noch Zwischenwege, wie man doch versuchen kann, nochmal den Pfad zu wechseln. Das werden wir uns jetzt alles angucken. Kurz vor dem Koalitionsvertrag blicken wir mal in zwei historische Themen. Einmal, was so in Deutschland jahrzehntelang vorher schon vorgearbeitet wurde und auch kurz, was international passiert ist. Und dann gehen wir direkt vor dem Koalitionsvertrag zu einem Leak. Jahrzehntelange Vorarbeit, da fällt dann natürlich als erstes Aktivismus ein, auf der Straße, aber auch im Internet. Es gibt diverse Organisationen, die sich drogenpolitisch engagieren, hier mal nur eine kleine Auswahl. Und dann natürlich ist gelebte Cannabiskultur auch sehr wichtig, zum Beispiel im Hanfmuseum oder auch auf Messen wie hier der Mary Jane. Und zwei Themen, die ein bisschen außerhalb der Cannabis als Genussmittelbubble sind, aber auch sehr zur Akzeptanz von Hanf beigetragen haben, sind Cannabis als Medizin und der CBD-Hype. Aber nicht nur in Deutschland ist was passiert, was Legalisierung möglich gemacht hat. Auch international gab es verschiedene Entwicklungen, die dafür gesorgt haben, dass eine Legalisierung auch in Deutschland geprüft wird oder kommen soll. Einmal der Beginn quasi der Legalisierung war Colorado 2012. Sie haben damals für die Legalisierung gestimmt. Ein Jahr später dann auch Uruguay. Bei beiden Ländern hat es aber auch länger gedauert, bis sie es umgesetzt haben, als es jetzt von hier, wir jetzt bis zum Koalitionsvertrag haben. In Colorado hat der Verkauf 2 Jahre später gestartet, 2014. In Uruguay dann erst 2017. 2018 hat dann Kanada legalisiert als erstes großes westliches Land, vollständig. In den USA sind es ja immer nur einzelne Bundesstaaten gewesen. Und wer alle internationalen Entwicklungen erfahren will, mein Kollege Florian hat letztes Jahr einen Vortrag gehalten in 80 Minuten um die Welt, cannabispolitische Entwicklung weltweit. Den findet man bei uns auf dem YouTube-Kanal. Kurz vor dem Koalitionsvertrag kamen dann Gerüchte und Leaks auf. Das Thema Leak wird uns ein bisschen begleiten, deswegen habe ich auch einen Leak-Counter eingebaut. Und zwar fing es an damit, dass der Verhandlungsplan der Arbeitsgruppe Gesundheit der Koalitionsverhandlungen der Ampel geleakt wurde. Also die diskutieren dann halt, worauf kann sich die Koalition einigen, welche Punkte in verschiedenen Gruppen. Und bei der Gesundheitsgruppe wurde dann eben Cannabispolitik und Legalisierung debattiert. Und da wusste man zum ersten Mal, okay, das scheint tatsächlich auf dem Schirm zu sein. Danach kamen einige Artikel raus, dass es wohl Einigungen gibt, zuerst in Bloomberg. Auch Thilo Jung, der interviewt gerne mal Politiker, hat plötzlich gesagt, okay, Olaf Scholz hat die Legalisierung indirekt angekündigt, weil er ausnahmsweise mal gelacht hat. Und das ausgerechnet auf die Frage, wie viel können wir denn mit einer Cannabissteuer verdienen? Danach haben sich die Berichte weiter gehäuft. Überall steht, die Ampel einigt sich wohl. Und dann sieht dieses Lachen doch gleich ganz anders aus. Kurz vorm Ende gab es dann zwar nochmal ein Dementi, aber wir wissen ja, im Koalitionsvertrag steht dann eben die Legalisierung. Der Koalitionsvertrag kam am 7. Dezember 2021, hieß mehr Fortschritt wagen und enthält folgende Textpassagen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsenen in lizenzierten Geschäften ein. Da steckt in den einzelnen Sätzen jeweils viel drin, da kann man viel draus machen, aber prinzipiell heißt das einfach Legalisierung mit kontrollierter Abgabe. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Klassische Legalisierungsargumente, die wir ja hier schon alle kennen bestimmt. Das Gesetz evaluieren wir nach 4 Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Macht durchaus Sinn, eben neue Gesetzesvorhaben dann auch zu evaluieren. Und wenn wir gute Daten haben, kann es natürlich auch für andere EU-Länder und internationalen Vorbild sein für eine neue Cannabispolitik. Modelle zum Drug-Checking und Harm-Reduction soll auch ausgebaut und ermöglicht werden. Da gab es ja jetzt auch was Neues zu Drug-Checking. Da wurde jetzt was beschlossen im Bundestag die Woche. Und ein bisschen später, wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Ich weiß nicht, wie die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Cannabis jetzt sind. Ich glaube, da gibt es nicht so viele, weil das ja alles illegal ist. Schön, dass Sie es trotzdem so in einer Reihe schreiben, als würde auch bei Fußball überall Weed auf dem T-Shirt stehen.
Was nicht drinsteht im Koalitionsvertrag, waren Eigenanbau, Führerschein und Amnestie, was auch drei sehr zentrale Punkte sind für eine Legalisierung. Aber im Koalitionsvertrag wird das Vorhaben auch immer nur grob umrissen. Das heißt, es war klar, dass da nicht jedes Detail drinsteht, was am Ende noch diskutiert wird. Kurz nach dem anfänglichen Hype, dem Koalitionsvertrag, musste jeder Politiker erstmal Bubatz in irgendeine Kamera sagen. Aber dann kamen auch schon wieder die ersten Hürden. Es hieß dann plötzlich Legalisierung auf Eis. Es mussten erstmal lange irgendwelche Positionen besetzt werden. Dann kamen die ersten Politiker, die gesagt haben, jetzt nicht. Und wir gucken uns jetzt aber erstmal an, wer denn überhaupt cannabispolitisch zuständig ist. Als Gesundheitsminister wäre das natürlich Karl Lauterbach. Es hat halt Wochen, teilweise Monate gedauert, bis die ganzen Positionen jetzt befüllt wurden. Wir haben den drogenpolitischen Sprecher Burkhard Pliner, der sich schon lange auch innerhalb der SPD-Fraktion für eine Legalisierung eingesetzt hat. Kirsten Kappert-Gonter übernimmt das Amt der drogenpolitischen Sprecherin bei den Grünen auch weiter. Sie macht das auch schon länger und hat schon beim Cannabiskontrollgesetz mitgearbeitet. Christine Lüttke, neu dabei für die FDP als drogenpolitische Sprecherin. Die SPD hat diesmal eine Doppelspitze drogenpolitische Sprecher. Einmal Dirk Heidenblut, der auch schon länger mit Burkhard Pliner zusammengearbeitet hat. Und Carmen Wegge, neu, aber sehr ambitioniert aus Bayern, auch drogenpolitische Sprecherin der SPD. In der Opposition haben wir auch noch einen Legalize drogenpolitischen Sprecher, nämlich Atesh Gürpina von den Linken. Gestern waren auch Kappert-Gonter, Heidenblut, Gürpina und Lüttke für unser Politikerpanel da, haben mit Georg diskutiert. Die Aufzeichnung davon kommt auch bald auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr gestern das verpasst habt. So, dann wurde unser Justizminister Buschmann denn gefragt, wann wir denn mit Neuigkeiten rechnen können. Entweder mit einer Entkriminalisierung oder mit einem Gesetz. Und er sagt nur, jetzt nicht. Allerdings muss man bedenken, dass das Gesundheitsministerium damals auch noch ein ganz anderes Thema auf dem Schirm hatte und damit sehr belastet war. Und deswegen, genau, hieß es damals jetzt nicht. Was es jetzt nicht heißen sollte, kommen wir gleich zu. Genau, dann kam das Thema Gesamtpaket auf. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, viele Politiker wollen das ganze Legalisierungsgesetz. Ein großes Paket kommt in den Bundestag, wird verabschiedet und dann haben wir alles perfekt, wie es ist. Ja, nicht so optimal, weil eigentlich wollen wir ja, dass Cannabiskonsumenten so schnell wie möglich entkriminalisiert werden, dass man eben genug Zeit hat, vernünftig die Detailregulierung einer Legalisierung auszudiskutieren und wie man sich das alles vorstellt, ohne dass immer noch sinnlose Strafverfahren eröffnet werden und Leben zerstört werden. Tja, das sind 100 Tage nicht klappen, das hat Dirk Heidenblut uns in den Zahn gezogen. Das ist einfach schon sehr knapp für einen politischen Prozess, auch wenn es theoretisch möglich ist. Und Entkriminalisierung eben durch das Wort Gesamtpaket hat dann Kirsten Kappert-Gonter gesagt, die keine vorzeitige Entkriminalisierung wollte, sondern ein tolles, schönes Paket. Es kam dann auch die Befürchtung von holländischen Verhältnissen auf, also dass die Holländer angeblich so eine schlechte Drogenpolitik haben und die Mafia davon gefördert wird. Kompletter Quatsch. Die Cannabispolitik funktioniert gut, auch wenn sie auch ihre Probleme hat, aber definitiv. Das Problem ist halt, dass sie super attraktive Härfen haben und da halt sich eine große Kokainmafia aufgebaut hat. Mit Cannabis hat dieser ganze Ursprung relativ wenig zu tun. Genau, von den ersten Problemen zum nächsten, nämlich zum Lauterbach-Problem. Lauterbach wurde im März 2022 gefragt, was er denn anfangen will, an der Legalisierung zu arbeiten. Und damals hat er halt gesagt, er hat einen riesen Vorhabenplan für das Jahr 2022, so viel vor, aber Cannabis steht nicht drauf. Was heißt es, wenn er das Thema nicht anstößt, wäre das Gesetzgebungsvorhaben in diesem Jahr gar nicht gestartet. Das heißt, wir hätten frühestens Januar diesen Jahres loslegen können mit den ersten Beratungen, mit dem ersten Austausch und dann hätte sich das Ganze nochmal um mindestens ein halbes Jahr verzögert. Aber das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, deswegen haben wir eine Aktion gestartet, Hashtag Karl am Zug, haben dazu einen Tweetstorm auch gemacht mit dem Weedmob, der online sehr erfolgreich war und haben auch direkt noch einen Brief an den Minister geschickt. Und der kam anscheinend sehr gut an, weil kurze Zeit später hat Karl dann gezogen und die Aufgabe weitergegeben an Burkhard Blinert. In der Antwort stand, der Prozess zur Umsetzung des Vorhabens soll im Juni diesen Jahres starten und auch der Deutsche Handverband wird in dem Rahmen die Möglichkeit haben, seine Expertise einzubringen. Das ist dann kurze Zeit später auch passiert. Die Webseite Cannabis aber sicher des Bundesdrogenbeauftragten ist online gegangen und dort wurden 5 Hearings zu verschiedenen cannabispolitischen Themen angekündigt. Der Deutsche Handverband war auch zu allen eingeladen. Das letzte war auch öffentlich. Hier sieht man Georg bei der Anhörung.
auf Basis dieser Anhörung wurden dann eben die ersten Eckpunkte entwickelt, Eckpunkte 1.0. Da war auch der zweite Leak, weil die waren dann doch schon mal ein paar Tage vorher, bevor sie öffentlich veröffentlicht werden sollten, öffentlich. Da gab es dann auch nochmal ein paar Änderungen von der geleakten zur finalen Version. Wir haben die Eckpunkte damals mit unseren Eckpunkten verglichen. Wir gehen das jetzt nicht alles durch. Grobe Punkte, 20 bis 30 Gramm im Geschäft kaufen und in der Öffentlichkeit mit dabei haben. Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen, keine THC-Obergrenze, außer vielleicht von 8 für 18 bis 21-Jährige. Cannabis raus aus dem BTMG, kein Werbeverbot und Mindestabstand zu Schulen. Dann stehen wir vor zwei großen Hürden mit diesem Gesetzesvorhaben der kompletten Legalisierung. Einmal dem Bundesrat und einmal der EU. Der Bundesrat ist ein Gesetzgebungsorgan und zwar quasi vergleichbar mit dem Bundestag, aber für die Länder und setzt sich eben aus Vertretern der Landesregierungen zusammen und manchmal muss der Bundestag solchen Gesetzen zustimmen. Hier seht ihr den Bundesrat Anfang der Legislaturperiode. Man sieht vor allem auch sehr viel Union. Überall, wo ein schwarzer oder grauer Block ist, könnte man davon ausgehen, dass dieses Bundesland gegen eine Legalisierung stimmen würde im Bundesrat. Jetzt ist natürlich die Frage, muss der Bundesrat überhaupt einem Gesetz zustimmen? Wann muss der Bundesrat überhaupt einem Gesetz zustimmen? Erstmal muss jedes Gesetz in den Bundesrat. Es gibt einfach Gesetze, die sich mal angucken können und Widerspruch einlegen können. Und es gibt Gesetze, wo sie wirklich zustimmen müssen und das dann auch mehrheitlich. Man unterscheidet Zustimmungs- und Einspruchsgesetze. Zugestimmt werden muss dabei Gesetzen, die die Verfassung ändern, die in bestimmter Weise Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben oder für deren Umsetzung in die Organisation und Verwaltungshoheit der Länder eingegriffen wird. Es ist jetzt sehr juristisch, deswegen ist es auch mal ein bisschen uneinig, greift es ja bei diesem Gesetz jetzt ja oder nein. Aber bei einer vollständigen Legalisierung mit Marktregulierung und Steuern und allem drum und dran ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass es durch den Bundesrat muss. Bei jetzt einer abgespeckten Variante mit Anbauclubs oder so, da kommen wir gleich zu, wie es da mit dem Bundesrat aussehen könnte. Genau, wir wollten den Weg natürlich frei haben im Bundesrat, dass wir ein kompromissfreies Legalisierungsgesetz durchbringen können und haben deswegen letztes Jahr Werbespots geschaltet zu allen Landtagswahlen, um eben zu verhindern, dass dort CDU gewählt werden wird, um den Weg im Bundesrat freizumachen. Anfang 2022 fehlten uns dabei noch 14 Stimmen. Im Saarland und in Niedersachsen hatten wir aber Erfolge, was ich allein auf unsere Werbung zurückführe natürlich. Und dann haben uns noch 5 Stimmen gefehlt. Mit Hessen hätte sich das dann tatsächlich ändern können, dass wir einen Bundesrat haben, in dem Legalisierung möglich ist. Aber leider hat uns da ausgerechnet Berlin den Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt müssten neben Hessen noch Sachsen oder Bayern CDU und CSU frei werden. Beides sind auf jeden Fall deutlich schwerer und unwahrscheinlicher als Hessen und Berlin. Die zweite Hürde ist dann die EU. Die wurde, bevor wir mit dem Legalisierungsvorhaben gestartet haben, gern unterschätzt. Hier mal ein Bild, was ich gemacht habe, als Luxemburg angekündigt hatte, dass sie die Legalisierungspläne verwerfen, weil es mit der EU nicht klappt. Damals haben einige deutsche Aktivisten gesagt, ja, was für ein Quatsch, die hatten halt auch mit Corona zu kämpfen und es gab Personalwechsel, aber die EU kann uns da nicht reinfunken. Die EU implementiert nur internationale Verträge auf UN-Ebene und die können wir ignorieren. Die hat Kanada zum Beispiel auch ignoriert. Aber die EU kann uns sanktionieren, wie es zum Beispiel bei der Maut passiert ist. Die UN kann uns nicht sanktionieren, deswegen können wir die UN ignorieren, aber die EU nicht. Weil die EU muss jedes Gesetz notifizieren. Notifizieren was? Es gibt diese schönen Notifizierungsverfahren, kann man relativ simpel darstellen. Man muss quasi das Gesetz dann an die EU abgeben, die prüft, ist das mit dem EU-Recht vereinbar, ist es fair für alle Teilnehmer im europäischen Binnenmarkt und dann gibt es eben teilweise nochmal Verhandlungen und am Ende dann wird das Gesetz im besten Fall angenommen, wenn es denn EU-konform ist. Und bei einer Legalisierung ist es halt die Frage, wie gesagt, Juristen streiten sich, ob es EU-konform ist, ja oder nein. Jetzt hätte man natürlich gerne irgendwie auch eine offizielle Antwort bekommen von der EU, wie es denn aussieht mit Legalisierung. Und deswegen hat im November 2022 Lauterbach seine Eckpunkte an die EU geschickt. Notifizierungsverfahren gibt es aber nicht für Eckpunkte, sondern nur bei Gesetzentwürfen. Also war dann wieder Wartezeit, was machen wir? Schicken wir einen Gesetzentwurf hin, warten wir, ob sie irgendwas auf die Eckpunkte zurückmelden. Dann gab es die Ankündigung, okay, wir schicken einen Gesetzentwurf hin, der war für Ende März angekündigt. März 2022 sagt Lauterbach dann noch, ja, wir haben sehr gute Rückmeldungen von der Kommission bekommen. Was diese guten Rückmeldungen gewesen sein sollen, fragt man sich, wenn man danach hört,
dass Lauterbach die Legalisierung Anfang April einfach beerdigt hat mit der Vorstellung der neuen Eckpunkte. Eine vollständige Legalisierung mit Marktregulierung ist mit den neuen Eckpunkten nicht mehr drin, angeblich wegen der EU, aber wir haben keine offizielle Ablehnung von der EU, wir haben kein Schreiben, wo auch drin steht, sind unsere Pläne nicht gesetzeskonform, gibt es andere Möglichkeiten, eine vollständige Legalisierung EU-konform durchzusetzen, ja oder nein. Das waren alles nur Hinterhofgespräche zwischen Lauterbach und anderen Politikern und der EU. Und wir wissen, wir haben kein offizielles Statement von der EU. So, während wir an den zwei großen Hürden geknabbert haben, ist natürlich auch viel Zeit vergangen. Nämlich sind wir jetzt schon bei 563 Tagen Ampelregierung. Statistisch sind es fast 280.000 konsumnahe Strafverfahren und über 7 Milliarden Euro Steuergelder, die wir jetzt noch für Cannabis-Prohibition ausgegeben haben, trotz Legalisierungsplänen. Und in der Zwischenzeit sind auch sonst natürlich noch ein paar Sachen passiert. Da habe ich euch dreimal mitgebracht: HHC, Führerschein und internationale Entwicklungen. HHC habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es auch hier auf der Messe, steht für Hexahydrocannabinol. Das ist ein neuartiges, legales Cannabinoid. Das fällt weder unter das Betäubungsmittelgesetz noch unter das neue psychoaktive Substanzengesetz. Ist aber auch neu, unerforscht und dementsprechend gibt es keine Infos über Langzeitnebenwirkungen oder auch teilweise akute Nebenwirkungen sind noch wenig erforscht. Hier habe ich euch mal HHC und THC nebeneinander gepackt. Ihr seht natürlich sofort auch den Unterschied. Dieser Strich, da sind zwei. Und wenn da zwei sind, ist es THC. Wenn da nur einer ist, ist es HHC. Also die sind sich schon sehr, sehr ähnlich auch. Hexa ist ja 6, Tetra ist 5. Also Hexahydrocannabinol, Tetrahydrocannabinol, quasi nur ein paar Wasserstoffgruppen mehr. Das wird inzwischen in Spätis, Headshops und online verkauft oder auf Hanfmessen. Erhältlich in allen Darreichungsformen, Vape Pens, Edibles, Blüten, Hasch. Da vor allem bei HHC-Blüten und Hasch, die sind nicht unbedingt immer legal, also da vorsichtig sein beim Kaufen. Und ja, dann hat sich natürlich auch die Frage aufgedrängt, ist das jetzt Spice 2.0? Ihr habt sicherlich schon mal von synthetischen Cannabinoiden gehört, die damals auf andere Kräuter aufgetragen wurden und legal verkauft wurden und inzwischen teilweise auf dem Schwarzmarkt auf minderwertige CBD-Blüten aufgetragen werden, damit es halt eine Wirkung vorgaukelt. Und ja, es gibt zwar Ähnlichkeiten, dass es halt ein Ersatzprodukt ist, was Leute nur nehmen, weil sie ans Original nicht kommen oder weil es strafbar ist. Aber wenn man sich die chemische Struktur mal anguckt, das ist MDMB4N-Pinaca, sieht man, dass die doch nochmal anders aussehen. Es gibt grundlegende Ähnlichkeiten, die haben immer so ein Schwänzchen und hier so ein Kern. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass es überhaupt ein Cannabinoid ist. Aber sonst, quasi außer diese Grundvoraussetzungen, sind das schon sehr andere Sachen, die dann potenziell auch nochmal ganz anders halt wirken können. Deutlich potenter, deutlich stärker und im Zweifel auch tödlich. Österreich und die Schweiz haben HHC schon verboten, Frankreich auch vor kurzem. Und ein HHC-Verbot sollte man aber nicht leichtfertig angehen, weil wenn man das jetzt einfach verbietet, könnte es sein, dass es bei der Legalisierung Probleme gibt. HHC entsteht nämlich auch auf THC-Blüten, wenn da einfach Wasserstoff drankommt. Dann degradiert ein bisschen was von dem THC zu HHC. Und wenn jetzt plötzlich aber auf jeder legalen Blüte draußen noch ein illegales Betäubungsmittel drauf ist, ist das Produkt ja dann am Ende trotzdem legal. Also man sollte es jetzt nicht einfach sinnlos verbieten. Ja, Führerschein ist natürlich auch für viele immer ein sehr wichtiges Thema. Da haben wir auch ein großes Problem gehabt, nämlich das Wissing-Problem. Der hat komplett gebremst bei allem, was Führerschein angeht, hat die Verantwortung von sich abgeschoben und wollte da nichts machen. Bis vor kurzem, da hat er nämlich plötzlich mal ganz neue Töne angeschlagen und gesagt, das Führerscheinrecht darf nicht den lokalen Konsum durch die Hintertür verbieten, was ja auch Sinn macht. Also wenn man dann kein Cannabis konsumieren darf, wenn man dann wochenlang kein Auto mehr fahren darf, dann hat man auch nichts gewonnen mit einem CSC. Er wurde dann nochmal gefragt, okay, legaler Konsum heißt ja dann vielleicht mit Säule 1. Und darauf sagt er, ja, die Frage haben sie sich ja dann schon selbst beantwortet. Oder schön mit Zwinker-Smiley. Also vielleicht können wir da bei Säule 1 tatsächlich mit einer Neuregelung beim Führerschein rechnen. Wie umfangreich und ob da tatsächlich alles bedacht wird, dazu gibt es leider auch noch keine Infos. Kurz international, in Malta laufen jetzt die CSCs an. Die hohen Hürden machen es aber sehr unattraktiv für viele Gründer. In Luxemburg soll es noch diesen Monat eine Abstimmung über Entkriminalisierung und Eigenanbau geben. In den USA sind jetzt Minnesota und Delaware dabei zu legalisieren. In Kanada gibt es positive Erfahrungen und kleinere Lockerungen.
Da erzählt euch nach mir Simon, mein Kollege, was zu von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Besonders spektakulär auch Thailand, von Drogenkrieg plötzlich zu Kifferparadies. Dazu erzählt euch mein Kollege Florian, dann nach Simon was, 17.15 Uhr bis 18 Uhr. Der war Anfang dieses Jahres dort und kann dann auch von dort tatsächlich berichten. Wird bestimmt sehr interessant. Also was er mir erzählt hat, war schon echt spannend. Dass aber hier nicht der falsche Eindruck entsteht, dass tatsächlich der Drogenkrieg irgendwie vorbei ist. Singapur hat dieses Jahr wieder Menschen wegen Cannabis gehängt. Also auch Todesstrafen wegen Drogen gibt es international noch. Im April 2023 hat Lauterbach dann seine Eckpunkte 2.0 vorgestellt und die basieren jetzt auf zwei Säulen, eben zwei Schritte quasi. Man ist jetzt auch abgewichen vom Gesamtpaket und sagt, okay, wir wollen zwar auch keine vollständige Legalisierung mehr, aber auch die zwei Teile, die wir jetzt schon umsetzen können, wollen wir getrennt umsetzen und nicht mehr in einem. In Säule 1 soll es dabei eine Entkriminalisierung von bis zu 25 Gramm zum Eigenbedarf, zum Mitführen auch geben, Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen und Cannabis-Anbauclubs, international bekannt natürlich als CSCs, kennt man so aus Spanien, gibt es auch in Uruguay. Bei uns sollen es nach den aktuellen Plänen keine Social Clubs sein, sondern nur reine Anbauclubs. Ein Werbeverbot soll es für die Clubs und Cannabis allgemein geben. Es soll eine Amnestie Light geben mit einer Streichung aus dem Bundeszentralregister. Es wird natürlich ja nur gestrichen, was danach keine Straftat mehr ist. Aber wenn man mit 25 Gramm Cannabis erwischt wurde oder noch weniger mit 15, 10, sollte das gar nicht im Bundeszentralregister stehen. Es gibt Polizisten, die lassen es da trotzdem gerne reinschreiben, aber im Zweifel ändert sich nichts, nur weil es daraus gestrichen wird. Die THC-Grenzwerte sollen geprüft werden, hatten wir gerade schon Teilnahme am Straßenverkehr. Es soll keinen Konsum in der Nähe von Schulen und Kitas geben und in Fußgängerzonen nur nach 20 Uhr. Da wisst ihr auch, wie die Fußgängerzone um 20 Uhr riecht. Und es soll nach 4 Jahren dann evaluiert werden, war ja auch für den ursprünglichen Plan schon vorgesehen, halte ich auch für sinnvoll. Das Ganze soll gegenüber der EU nicht notifizierungspflichtig sein, weil es eben auch das Modell ist, was Malta gerade fährt und mit CSCs und Eigenanbau und die quasi auch diese Variante gewählt haben, um nicht zu Problemen mit dem EU-Recht zu kommen. Und dafür sollte der Arbeitsentwurf Ende April, Anfang Mai rauskommen. Der wurde nicht veröffentlicht, der wurde nur geleakt. Aber die Ressortabstimmung läuft tatsächlich seit Ende April. Das heißt, die Ministerien tauschen sich über diesen Arbeitsentwurf aus, beraten, bringen alle ihre eigenen Aspekte noch ein. Und dann kommt da der finale Kabinettsentwurf raus, der dann so auch in den Bundestag kann. In Säule 2 soll es wissenschaftliche Modellprojekte geben, die auf 5 Jahre angelegt sind und an denen sich eben Kommunen und Städte und Kreise beteiligen können, die da Bock drauf haben. Möglicherweise soll es da auch Edibles geben in den Abgabestellen, dann in CSCs soll es keine Edibles geben. Wahrscheinlich ist es notifizierungspflichtig gegenüber der EU, da kommen wir auch nachher nochmal kurz zu. Und dafür soll ein Gesetz aber auch erst nach der parlamentarischen Sommerpause erarbeitet werden. Ob man dafür überhaupt ein Gesetz braucht, dazu kommen wir auch gleich nochmal. So, sind jetzt die neuen Pläne eher Fortschritt oder Rückschritt? Naja, Fortschritt ist auf jeden Fall, eine zeitnahe Entkriminalisierung wird realistischer. Dadurch, dass wir sagen, okay, wir machen nicht die Diskussion mit der EU, sondern nehmen den Rahmen, den die EU schon in anderen Ländern zugelassen hat, sparen wir uns eben diese eine Hürde und es soll auch versucht werden, das Gesetz um den Bundesrat rumzugestalten und so könnte man auch diese Hürde umgehen und müsste jetzt nur noch den Prozess durch den Bundesrat laufen. Und natürlich ist das Gesetz an sich auch weniger umfassend und weniger Details, die noch reguliert und besprochen werden müssen. Aber dafür wird die vollständige Legalisierung verschoben. Es wird zwar quasi noch auch auf EU-Ebene soll weiter lobbyiert werden von den Bundestagspolitikern. Es gibt nächstes Jahr auch EU-Wahl. Da könnte sich natürlich auch was verändern, was international EU-Grundlagen ändert. Aber erstmal soll die Legalisierung verschoben werden und jetzt direkt nicht mehr angestrebt werden. Alle mit den EU-konformen Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Wie gesagt, wir haben keine offizielle Antwort von der EU. Wir wissen nicht, ob das alle Möglichkeiten sind, die wir haben. Das sind alle Möglichkeiten, die Lauterbach gesagt hat, die wir haben. Und die Bundesratsfrage ist immer noch ungeklärt. Ich meine, man möchte mit dem Cannabis-Club und Säule 1-Gesetz um den Bundesrat rum, aber trotzdem will man auf Landesbehörden zugreifen. Da kommen wir gleich noch zu. Und wie wir auch schon gesehen haben, den Weg im Bundesrat tatsächlich widerstandsfrei zu machen, wird diese Legislaturperiode ziemlich schwierig.
Die Kommunikation der Regierung ist weiterhin sehr schlecht. Es werden einfach mal Deadlines nicht gehalten. Generell wird wenig kommuniziert. Die Pläne werden geändert. Es wurde gesagt, ja, wir haben super Rückmeldungen von der EU-Kommission bekommen. Und ein paar Tage später sagt man, okay, die EU-Kommission hat gesagt, nein. Ja, ganz weird. Und ja, wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, wir legen die Modellprojekte auf 5 Jahre an, evaluieren die dann ordentlich aus und gehen dann mit den Ergebnissen an die EU und wollen die EU damit überzeugen, Legalisierung möglich zu machen, wird es nicht mehr in diesem Jahrzehnt passieren. Die Modellprojekte laufen 5 Jahre, 2029, dann noch ein Jahr evaluieren, bis man die Gesetze geändert hat. Dieses Jahrzehnt wahrscheinlich nicht mehr. Also ja, hat was von Fortschritt und was von Rückschritt. Was ist überhaupt ein CSC? Das versuche ich so kurz wie möglich zu halten, weil es gibt hier auf der Messe auch noch andere Vorträge zu dem Thema. Es gibt den CSC-Dachverband, der euch zu dem Thema beraten kann. Genau, deswegen halte ich es kurz. Ein CSC ist ein gemeinschaftlicher Anbauverein, wo eben Cannabiskonsumenten für den eigenen Bedarf Cannabis anbauen. Und das wird dann ohne Gewinnabsichten abgegeben an die Mitglieder. Wie sollen CSCs in Deutschland aussehen? Die Folie lasse ich mal kurz stehen für die Leute, die daheim zuschauen. Die können sich das mal kurz anschauen. Ihr informiert euch dafür am besten hier auf der Messe. Oder morgen um 12 Uhr auch bei einem CSC-Vortrag, auch hier. Muss der Bundesrat den CSCs zustimmen? Wie gesagt, Lauterbach möchte mit dem CSC-Modell auch um den Bundesrat und um die EU rum. Aber in den Eckpunkten steht, dass die Zulassung und Überwachung eben der Cannabis-Clubs durch Landesbehörden erfolgt. Ist es jetzt schon, wir haben ja gelernt, zugestimmt werden muss Gesetzen, wenn die in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingreifen. Es ist aber immer nicht eindeutig. Wenn es ein stark genuger Eingriff ist, müssen sie zustimmen, aber nur, weil es die Organisationshoheit betrifft, quasi, ist es nicht unbedingt zustimmungspflichtig. Als kurzes Beispiel zum Beispiel, wenn es ein Förderprogramm für Gastronomiebetriebe gibt, dass es mehr Restaurants gibt, sind es keine neuen Verwaltungsaufgaben für die Länder, sondern nur mehr und deswegen nicht zustimmungspflichtig. Aber wenn jetzt neue Arten von Überprüfungen für Restaurants angeboten werden müssen, ist es halt eine neue Aufgabe für die Länder und damit zustimmungspflichtig. Da kann man vielleicht auch bei der Formulierung im Gesetz noch was machen, aber dass wirklich keine neue Art von Überwachung für Cannabis-Clubs da ist, ist unwahrscheinlich. So, der Gesetzentwurf wurde geleakt. Wir wissen nicht, ob das der ist, der in die Ressortabstimmung gegangen ist, aber ich würde es mal für relativ wahrscheinlich halten, auch vom Datum passt es sehr gut. Und damit auch der dritte große Leak, der irgendwie bis jetzt passiert ist bei uns bei der Legalisierung. Kurz ein paar sehr wichtige Kritikpunkte. Erstmal, es gibt direkt eine Straftat bei kleineren Überschreitungen. Das heißt, wer mit 25,5 Gramm rumläuft, ist direkt wieder im Straftatenbereich. Was macht keinen Sinn? Also dann wäre eine Ordnungswidrigkeit viel angemessener. Und das gibt auch der Polizei mehr Spielraum, weil beim Ordnungswidrigkeitenrecht kann die Polizei eher mal wegschauen als bei Straftaten. Und dann muss die Polizei auch nicht mit der Waage rumrennen, wenn es eben Gramm schon sein kann, was eine Straftat ändert, ja oder nein. Für Clubs gilt, nicht hier rauchen, nur zum Mitnehmen. Und wenn man dann was im Club geholt hat, muss man auch noch 250 Meter von dem Club weglaufen, bis man dann rauchen darf, weil wir wissen auch nicht, warum. Genau, deswegen, jedes Handy braucht dann natürlich auch die Funktion, sich alle Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Kinderspielplätze und CSCs im Umkreis von 250 Meter anzeigen zu lassen, weil, wenn es mindestens eins davon gibt, darfst du hier nicht rauchen. Das heißt, in Innenstädten wird es sehr schwer, Plätze zu finden, wo man überhaupt rauchen darf. Natürlich, daheim würde gehen. Man könnte natürlich im CSC-Konsum als Alternative anbieten, dass man es von der Straße weg hat, aber irgendwie hat Lauterbach da keinen Bock drauf. Es kann sich natürlich alles auch noch im weiteren parlamentarischen Prozess ändern. Da kommen ja dann auch noch die Leute im Bundestag, die noch was zu sagen haben, die thronpolitischen Sprecher, die da auch schon eher Offenheit drin zum Social-Club-Modell auch gezeigt haben, wo man dann auch eher damit rechnen kann, dass vielleicht Konsum vor Ort noch ermöglicht wird und bestimmte Lockerungen, bestimmte Hürden einfach noch aufgehoben werden. Genau, die Kinder müssen natürlich vor den bösen CSCs geschützt werden. CSCs sollen von außen nicht erkennbar sein, darf keine Werbung für die CSCs geben, aber es wäre natürlich dann trotzdem ganz schlimm für die Kinder, wenn die auf dem Schulweg an einem Gebäude vorbeilaufen, was man von außen nicht als Cannabis-Club erkennt. Ja, nee, verstehe ich auch nicht. Weiterverarbeiten ist verboten.
Also wer sich seine eigenen Edibles macht, könnte sich möglicherweise strafbar machen. Da auch vorsichtig sein. Wenn man mit einem Kumpel raucht, gilt nur hier rauchen, nicht mitnehmen. Wenn der Kumpel das mitnimmt, was du ihm zum Rauchen überlässt, dann ist es wieder eine Straftat. Wenn er es direkt bei dir raucht, ist es okay. Aber wenn es ein Tabakjoint ist, macht ihr euch wieder strafbar. Weil Weitergabe von Tabak-Cannabis-Gemisch ist strafbar. Ja, nee, das macht alles noch nicht so viel Sinn. Das ist alles noch nicht so ausgereift. Da muss man auf jeden Fall noch mal ran. Aber wie gesagt, im Bundestag wird auch noch viel verhandelt. Die Ressortabstimmung läuft auch, wo eben noch andere Ministerien außer das Gesundheitsministerium ihre Punkte in den Gesetzentwurf einbringen. Von daher, da wird sich schon noch einiges ändern. Hoffentlich auch die richtigen Sachen. Genau. Außerdem sollen alle Sorten durch das Bundessortenamt zugelassen werden. Das heißt, entweder die stellen sich jetzt ein paar gute Sommeliers ein oder wir haben bald Lauterbach OG und Blinard Haze oder so. Der Zeitplan war eben, dass am 28. April die Ressortabstimmung gestartet ist. Abstimmung zwischen den Ministerien. Am 24. Mai meinte Lauterbach dann, dass der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause in den Bundestag. Das klappt zeitlich jetzt leider nicht mehr. Aber es macht auch keinen großen Unterschied, wenn das Gesetz dafür direkt nach der Sommerpause in den Bundestag geht. Weil in der Zwischenzeit passiert ja eh nichts und dann ist es ja eh nur eine Woche quasi Verschiebung. Eine Verabschiedung wäre dann möglicherweise Ende 2023, Anfang 2024 möglich. Große Frage ist natürlich der Bundesrat, wenn der zustimmen muss, ist halt die Frage, kann man den überzeugen, kann man tatsächlich doch noch in zwei Bundesländern die CDU rauskriegen, macht der total Opposition, wie Bayern es angekündigt hat, könnte es tatsächlich auch schwer werden, wenn es durch den Bundesrat muss. In der zweiten Säule soll es dann eben Modellprojekte geben, der mögliche Weg zur Legalisierung, da mal ganz schnell das klassische Modellprojekt, was man kennt, wie es jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz durchgeführt wird, ist so, dass sich Kiffer registrieren lassen für das Modellprojekt und dann mit einem Ausweis oder ähnlichem in der Apotheke Cannabis erwerben können. Was bei uns klingt, das als wäre es anders geplant, nämlich, dass in einer bestimmten Region alle volljährigen Einwohner in bestimmten Geschäften Cannabisprodukte kaufen können. Der Unterschied ist, dass eben bei den Modellregionen für alle erstmal frei ist, Cannabis zu kaufen, egal ob man vorher konsumiert hat oder nicht. Und so kann man mehr gesellschaftliche Aspekte auch untersuchen. Weil oben kann man quasi nur fragen, konsumierst du jetzt mehr oder weniger, weil man die einzelnen 100 Kiffer halt fragen kann, die sich registriert haben. Aber wenn jeder in einer Stadt, wenn jeder in Berlin Cannabis kaufen dürfte, könnte man sich gucken, wie verändert sich denn die kritischen Parks? Wie ist denn im Girlie? Ist da weniger Dealerei? Wie ist es denn in den Schulen? Geben mehr Kinder an, was sie konsumieren? Ja oder nein? Wird in der Stadt generell mehr konsumiert? Was fällt denn auf? Riecht die Stadt so viel schlimmer? Also ganz viele Aspekte, die man dadurch besser begutachten kann, die halt quasi rausfallen, wenn man einfach nur sich eine Handvoll Leute raussucht und die immer wieder befragt. Braucht man überhaupt ein Gesetz für Modellprojekte? Es gibt im BTMG eine Ausnahmeregelung, die zulässt, dass beim BfArM ein Antrag für ein Modellprojekt eingereicht werden kann, was dann auch umgesetzt werden kann. Da gab es immer mal wieder Anträge auf Modellprojekte zur kontrollierten Cannabisabgabe, zuerst 1996 von Schleswig-Holstein. Die wurden bis jetzt immer abgelehnt, aber man könnte ja auch in Zukunft einfach mal das nächste annehmen. Ein Beispiel für angenommene Modellprojekte waren zum Beispiel die Modellprojekte für die Heroinabgabe. Da wurde auch ein Modellprojekt angefragt, das wurde stattgegeben und dann konnte kontrolliert in einem wissenschaftlichen Modellprojekt Heroin an Schwerstabhängige abgegeben werden, ohne dass nochmal ein extra Gesetzentwurf gemacht wurde. Möglicherweise ein Modell, möglicherweise macht es aber auch Sinn, ein paar Rahmenbedingungen für so ein Modellprojekt in einem Gesetz festzuhalten. Aber auch Modellprojekte und EU sind ein kleines Thema. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass der bayerische Gesundheitsminister Holleczek einen Studienauftrag gegeben hat, die quasi sagen soll, okay, Legalisierung mit EU-Recht geht nicht. Und der Professor, der diese Studie gemacht hat, hat auch noch was zu Modellprojekten und EU geschrieben, nämlich, dass ein Modellprojekt nicht einfach genutzt werden darf, um eine Praxis, die durch EU-Recht verboten ist, als wissenschaftlich durch die Hintertür durchzusetzen. Also nicht einfach legalen, kontrollierten Cannabisverkauf einführen, draufschreiben, wissenschaftliches Modellprojekt, das müsste die EU ablehnen, weil es gegen EU-Recht verstößt. Heißt es, dass es gar keine Modellprojekte mit der EU geben kann? Wahrscheinlich nicht. Man muss halt nur eben gucken, in welchem Rahmen und nicht wirklich einfach die kontrollierte Abgabe durchdrücken und ein Modellprojekt draufschreiben.
Genau, dann kommen wir jetzt zu den drei möglichen Outcomes, wo wir rauskommen könnten. Im besten Fall kommen wir natürlich über die Cannabis-Modellprojekte dann hin zu einer kontrollierten Abgabe irgendwann. Cannabis legal mit Fachgeschäften, eine vollständiger regulierter Markt. Dann gibt es natürlich davon einige Vorteile. Wichtig, das sind die Vorteile von Abgabe auch in Fachgeschäften gegenüber einer Legalisierung light mit Eigenanbau, Entkriminalisierung und Cannabis-Clubs. Weil insgesamt sind es natürlich viel mehr Vorteile von einer Legalisierung gegenüber einer Prohibition. Bei Fachgeschäften gibt es eine höhere Produktvielfalt, einfach auch, weil dann von verschiedenen Produzenten was eingekauft werden kann fürs Geschäft und dort vertrieben werden kann und nicht jedes Produkt im Club selbst angebaut werden muss und dann im Club selbst abgegeben werden muss. Es ist ein niedrigschwelliger Zugang, man braucht keine Clubmitgliedschaft oder muss sich selbst anbauen, sondern man kann einfach wie für ein Bier oder eigentlich jedes andere Produkt in ein Geschäft zur richtigen Öffnungszeit und sich das holen. Das macht es gerade auch zum Beispiel für alte Leute, die das mal für Rückenschmerzen probieren möchten oder die auch ja, jetzt keinen Zugang haben zum Schwarzmarkt und da halt raus waren, können dann eben da auch bei Gelegenheitskonsum leicht einfach mal was holen, ohne Clubmitgliedschaft oder Eigenanbau. Cannabis wird zu einem normalen Handelsgut. Ich meine, Alkohol ist auch ein normales Handelsgut. Es wird einfach produziert, es kann verkauft werden, es werden Steuern draufgenommen. Es trägt zur Entstigmatisierung einfach bei, wenn man damit normal handeln kann und es nicht nur was ist, was es in diesen speziellen Clubs gibt, was da angebaut werden muss und was dann bis zur Blüte da bleiben muss. Und dann darf man es nur unter bestimmten Bedingungen konsumieren, 250 Meter Abstand. Das ist keine Entstigmatisierung unbedingt. Dann kann sich bei Fachgeschäften und einer kontrollierten Abgabe natürlich eine Cannabisindustrie aufbauen, die auch ein kommerzielles Interesse hat. Und da kommen natürlich auch riesige Steuereinnahmen mit. Bei dem nicht kommerziellen Clubmodell fallen nicht viele Steuern an. So ein komplett legaler, regulierter Markt hat dann natürlich auch eine Aufgabe, Social Equity. Das heißt Gerechtigkeit für diejenigen, die am meisten unter der Cannabis-Prohibition gelitten haben. Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann eben eine Amnestie einführen, damit die Leute, die früher deswegen Probleme bekommen haben, in Zukunft dadurch keine Stigmatisierung mehr erfahren, bei der Job- oder Wohnungssuche zum Beispiel. Man kann gezielt reinvestieren, da ist am offensichtlichsten immer Prävention, Harm Reduction, Suchthilfe. Aber auch Unterstützung für Communities, die unter der Prohibition am meisten litten. Das ist in den USA immer noch mal ein bisschen krasser, mit teilweise Black Communities, die wirklich krass zerstört wurden durch die ganze Prohibition. Aber auch in Deutschland gibt es durchaus Problemviertel, wo es gut tun würde, wenn man die ein oder anderen Cannabis-Einnahmen oder auch nur Einsparungen reinvestieren würde. Und, wie es New York macht, gezieltes Verteilen von Lizenzen. In New York werden die ersten 100 Lizenzen an ehemalige wegen Cannabis Verurteilte ausgegeben, um eben denen eine Chance zu geben, jetzt ein legales Geschäft sich aufzubauen mit dem, was sie vorher illegal machen und wofür sie sogar Strafen bekommen haben. So, was ist denn jetzt, wenn Cannabis wirklich legal ist und im Fachgeschäft? Ja, Entstigmatisierung muss noch weitergehen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ein Prozess, das muss bei den Leuten in den Köpfen passieren. Und genau, da tragen natürlich Cannabiskonsumenten auch zu bei, wie sie sich im Alltag verhalten, was sie machen. Und wenn wir dann keine Strafverfolgung mehr befürchten müssen und mehr auch eine offene Cannabiskultur gelebt werden kann, hilft Tricks natürlich auch dazu bei, dass entstigmatisiert wird, weil die Leute dann merken, okay, so abgedreht sind die gar nicht. Und dann, meine Meinung, alle Drogenverbote sind falsch, da sind sich ja viele Experten auch einig. Die Probleme gibt es am Ende bei allen Substanzen, zu hohe Dosierungen, Streckmittel, Kriminalität auf dem Schwarzmarkt, Millionen, die in die organisierte Kriminalität gehen. Konsumenten leiden, Strafverfolgung von Konsumenten bringt niemandem was. Jemand, der wirklich süchtig ist auch von härteren Substanzen, braucht auch Hilfe und keine Strafverfolgung. Genau, da müsste man dann auf jeden Fall auch weiterarbeiten, zumindest mal an der Entkriminalisierung aller Substanzen. Im schlimmsten Fall bleibt es aber auch bei Cannabis ja bei nicht mal einer Entkriminalisierung, weil so weit sind wir noch nicht gekommen. Nach über 500 Tagen Ampel haben wir immer noch keine Entkriminalisierung. Was wären dann die Folgen? Ja, die Folgen kennen wir. Die Folgen sind, was wir jetzt haben. Wir haben über 170.000 Strafverfahren pro Jahr gegen Konsumenten, nochmal tausende Strafverfahren gegen Gärtner und Händler, nüchterne Fahrer verlieren den Führerschein, auch tausende jedes Jahr. Milliarden Euro gehen für Polizei und Justiz raus. Es belastet Polizei und Justiz unnötig. Es finanziert organisierte Kriminalität. Alles Geld, was auf diesen Milliarden Drogenmärkten landet. Ja, okay, nicht alles. Bei Cannabis noch weniger, weil natürlich auch einiges einfach angebaut wird von
netten Nachbarn um die Ecke, vom netten Hippie um die Ecke. Aber viel Geld geht einfach in organisierte Kriminalität. Und wenn man einen legalen Markt anbietet, ist es so viel Geld, was plötzlich da einfach wegfällt. Und dann halt auch andere Sachen, die über Drogenverkauf hinausgehen, zum Beispiel Waffen kaufen oder Waffenverkauf, mitfinanziert. Fehlende Qualitätskontrollen, wir haben Streckmittel, wir haben aber auch minderwertige Ware mit Schimmel und allem drum und dran. Es werden Legal Highs als Ersatz konsumiert, teilweise eben absichtlich, um Probleme mit dem Führerschein oder mit Illegalität zu vermeiden, teilweise unabsichtlich, weil sie eben als Streck- oder Punchmittel aufgetragen wurden. Es werden Familien, Karriere wegen Existenzen zerstört durch das Verbot, durch Strafanzeigen, durch Stigmatisierung. Es gibt quasi keinen Jugendschutz. Ich meine, Cannabis wird quasi überall verkauft. Kein Dealer fragt nach dem Ausweis. Ja, und gerade Jugendliche haben öfter noch Kontakte als erwachsene Leute. Und je älter es ist, umso weniger Bezug zum Schwarzmarkt gibt es oft, umso schlechter kommt man dran. Das heißt, die Leute, die am vulnerabelsten sind, kommen jetzt am besten an Cannabis und die Leute, denen Cannabis vielleicht am meisten helfen würde, kommen jetzt am schlechtesten an Cannabis. Das sollte nicht der Sinn sein. Dann bietet das Gesetz natürlich Grundlage für massive Eingriffe in die Privatsphäre, Hausdurchsuchungen, Telefonüberwachungen, alles drum und dran. Und am wichtigsten, es werden Millionen harmlose Menschen stigmatisiert und kriminalisiert. Außerdem, es ist ein falsches Signal für die Jugend. Man sagt ja immer, die Legalisierung ist ein falsches Signal für die Jugend. Aber meiner Meinung nach ist es das falschere Signal, wenn man immer wieder zeigt, dass man die politischen Themen, die die Jugend interessieren, nicht wahrnimmt und nicht umsetzt und einfach hinten rüberfallen lässt. Weil so schafft man sich eine politikverdrossene Jugend, während ein gutes Cannabis-Gesetz auch dazu beitragen könnte, dass man Leute für Politik begeistern kann. Man kann ihnen zeigen, wie funktionieren politische Abläufe, was muss denn im Gesetz überall durchgehen. Aber wenn nur irgendwelche Deadlines kommuniziert werden, die nicht eingehalten werden, so nimmt man keinen mit. Wie gehen wir damit um? Die Frage werfen wir mal in die Runde, da können wir auch gleich nochmal kurz diskutieren. Wir haben auch noch Zeit für Fragen. Wenn eine Regierung, die Cannabis legalisieren möchte, Cannabis nicht legalisieren kann, was machen wir dann, wenn es an der EU liegt oder wenn es am Bundesrat liegt? Radikalisieren wir uns? Kleben wir uns fest? Machen wir so weiter wie jetzt? Wie soll es weitergehen? Könnt ihr mal überlegen und vielleicht gleich nochmal kurz auch ansprechen. Aber wir schauen mal an, wo wir jetzt am realistischsten rauskommen, nämlich bei einer Legalisierung light. Ich sag mal, Legalisierung light, man könnte vielleicht auch Entkriminalisierung plus sagen, aber dadurch, dass es eine Möglichkeit gibt, legal angebautes Cannabis legal zu bekommen, abgegeben zu bekommen, zu erwerben, gibt es ja eine legale Abgabe von Cannabis. Es gibt nur keinen legalen, kontrollierten, kommerziellen Markt. Ja, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten. Polizei und Justiz werden entlastet und es gibt Milliardeneinsparungen. Man bekämpft die organisierte Kriminalität, man kann ihnen sehr, sehr einfach, sehr, sehr, sehr viel schneller Geld einfach entnehmen. Jugendschutz ist dann plötzlich gewährleistet, Zutritt in CSCs ist erst ab 18 Jahren. Es gibt legale Karrieremöglichkeiten für Gärtner. Meine sind auch die meisten einfach nur begeistert von der Pflanze, haben viele Ahnung von Botanik und könnten das auch einfach professionell und legal machen. Dann soll es Qualitätskontrollen geben, es wird auch angegeben, wie viel ist denn drin. Es gibt eine gewisse Produktauswahl, da kommt es dann immer wahrscheinlich auf den Social Club an, wie viel er denn leisten kann, aber eben THC-Angabe, CBD-Angabe, möglicherweise eben noch ein paar andere Inhaltsstoffe, je nachdem auch, wie genau man da testen möchte und kann. Dann Schluss mit der Dealerei, damit meine ich jetzt nicht nur den Park nebenan, wo halt einfach viel gedealt wird, sondern auch Social Supply. Es gibt viele Muster, wo Leute einfach Freunde mitversorgen und dann dadurch einfach in so einen Kreis kommen, dass sie halt mal was verkaufen, was einkaufen. Und so gibt es oft keinen klaren Dealer. Die Grenze zwischen Konsument und Dealer verschwimmt. Und viele Leute möchten es dann auch gar nicht irgendwann mehr, einfach alle mitzuversorgen. Die haben dann immer mehr plötzlich daheim, weil immer mehr Nachfrage ist. Und mit sowas kann dann Schluss sein, weil man die Leute einfach sagen können, hier, es gibt diese Abgabestelle und da könnt ihr euch zu den Öffnungszeiten einfach was holen. Lasst mich in Ruhe. Man muss keinen Kontakt mehr mit Kriminellen haben. Auch da ist jetzt wieder nicht jeder Dealer natürlich jemanden, dem man unbedingt aus dem Weg gehen möchte, aber es gibt schon den einen oder anderen Player auch im Schwarzmarkt, mit dem man jetzt nicht unbedingt freiwillig was zu tun haben möchte. Als Konsument kann man massiv Geld sparen und sich selbst versorgen. Eigenanbau ist dann natürlich auch am günstigsten, aber auch die CSCs werden durch keinen Steueraufschlag und eben Abgabe zum Selbstkostenpreis
wahrscheinlich sehr deutlich günstiger sein als der Schwarzmarkt. Dann kann es eine offene Cannabiskultur geben. Ich meine, auf manchen Events wie hier wird es ja auch schon sehr offen ausgelebt zum Glück, aber dann auch eben in der Öffentlichkeit und ohne Angst vor Strafverfolgung im Hintergrund. Dann kann man endlich offen reden, sei es jetzt mal mit der Polizei, wenn man irgendwie, wenn er bei einem eingebrochen wurde und noch irgendwo ein Gramm Weed in der Ecke liegt, mit der Familie, mit den Eltern, hoffentlich dann auch mit dem Therapeuten, die halt jetzt noch viele Cannabiskonsumenten irgendwie stigmatisieren und direkt ablehnen. Genau, Entstigmatisierung passiert dann auch damit, ist natürlich auch ein Prozess, aber es ist ein großer Schritt, wenn die Leute plötzlich nicht mehr kriminalisiert werden. Dann ist es einfach natürlich ein Riesenunrecht, was ja jeden Tag diverse Grundrechtsverletzungen mit sich zieht, was dann beendet werden wird. Und Millionen harmlose Menschen werden entkriminalisiert, psychisch entlastet und mit der Zeit dann auch entstigmatisiert. Ist schon eine fette Liste an Vorteilen, die auch schon die jetzt reduzierten Pläne mitbringen. Damit ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen auch. So, in einer Viertelstunde werden wir mal Schluss machen, dann seid ihr noch rechtzeitig draußen auch für 420. Gibt's denn Fragen? Ja, ich wollte fragen, mit welchen jährlichen Steuereinnahmen rechnest du denn? Dankeschön. Jetzt bei CSCs? Ja, bei beidem, auch durch die Modellprojekte eventuell, wenn es da Zahlen gibt, gerne. Ja gut, da gibt es keine konkreten Zahlen. Es gab damals eine Hochrechnung eben bei einer vollständigen Marktregulierung. Da wären es, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf, zwischen 3 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr Einsparung und Steueraufkommen. Jetzt haben wir natürlich, wenn wir sagen, okay, die Polizei wird damit wirklich groß entlastet und die Justiz auch, haben wir da natürlich Einsparungen, die schon so um die 2 Milliarden im Jahr sind. Großsteueraufnahmen kommen nicht drauf. Ich kenne mich tatsächlich nicht aus, was für einen Steuern ein Verein zahlt. Ich glaube, die zahlen in gewissem Maße Steuern, aber halt nicht auf die Produkte zum Beispiel, die an die Mitglieder abgegeben werden. Da fällt keine Mehrwertsteuer oder sowas an. Und bei den wissenschaftlichen Modellprojekten kommt es auch drauf an, in welchem Rahmen man es aufbaut. Wenn man da eben schon eine Art regulierten Handel aufbauen kann, können da durchaus Steueraufkommen. Kommt auch darauf an, wie viele Regionen sich anschließen. Wenn sich zum Beispiel alle Großstädte anschließen, können da bestimmt schon eine Milliarde rumkommen, wenn es sehr gut läuft. Ich würde aber mal schätzen, weniger. Ja, da gab es ein Studium vor kurzem mal zu von einem Düsseldorfer Professor, aber eben zur vollständigen Legalisierung. Mal gucken, vielleicht gibt es da mal ein Update auch. Wäre interessant. Genau, sonst noch Fragen oder Diskussionspunkte? Nö, okay. Dann könnt ihr jetzt gerne auch raus. Ihr habt noch genau 20 Minuten bis zur goldenen Zeit. Sonst bin ich auch das Wochenende noch hier. Quatsch mich gerne an, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so. Vielen Dank, dass ihr da wart. A big Mary Jane thank you to Constantine there. Thank you very much.